This is Lucky Inc. Media. Live from Lucky Inc. Media Studios in Munich, these are the Nutlows Talks. In-depth conversations with designers, artists, connoisseurs, and today's tastemakers. And now, please welcome your hosts, Seems Lookwalt. Enjoy the show. Hallo und herzlich willkommen zu Nahtlos, die Lifestyle Talkshow Folge 69, in der geht es rund um musikalisch oder musicalisch zu, denn der Gast aus meinem Interviewarchiv ist Musical Star Uwe Kröger, der wie kaum ein anderer Darsteller Hauptrollen gesammelt hat in den unterschiedlichsten Shows, allen voran natürlich 1992 als Tod in der Uraufführung von Elisabeth. Ich kannte Uwe Kröger erst sehr viel später, und zwar als Chris in Miss Saigon in Stuttgart. Seitdem hat er die unterschiedlichsten Parts gespielt, vom Vampirjäger Van Helsing in Dracula bis zu Ein Käfig voller Narren, Hairspray. Uwe Kröger war eigentlich in jeder großen Show präsent, würde ich fast sagen. Und ich habe ihn verhört für das Magazin How to Spend It damals in Berlin, als er den Kardinal Richelieu spielte in Die drei Musketiere im Theater des Westens. Habe mich deswegen nicht nur beruflich, sondern auch privat riesig gefreut, Uwe Kröger einmal kennenzulernen, ihn verhören zu dürfen über seine Lifestyle-Favorites, über Hotspots und wie er lebt, wie er konsumiert. Aber natürlich haben wir auch über seine Karriere gesprochen. Und deswegen hoffe ich, dass das nicht nur Musical-Fans Spaß macht, denn es ist ein relativ bunter Strauß an Themen, den wir abgearbeitet haben beim Kaffee. Und ein Steckbrief zu Uwe Kröger findet ihr natürlich auf nahtlosblog.de/podcast. Surft dort einfach zu Folge 69. Und ihr könntet auch auf uwekröger.com schauen, was der in Hamm geborene Superstar eigentlich des deutschen Musicals zu erzählen hat, aktuell zu aktuellen Projekten, aber auch einen Überblick über all seine Rollen, Auszeichnungen, CD-Aufnahmen und natürlich, wo er aktuell auf der Bühne steht. Ja, all das in der heutigen Folge. Ich hoffe, das macht euch wieder richtig Spaß, und ich hoffe, ihr hattet auch in den letzten Wochen mit den Premieren aus meinem Interviewarchiv Freude, und das ein oder andere Gespräch ist euch genauso hängen geblieben wie mir, hat euch inspiriert. Ich mache es heute ganz besonders kurz, möchte euch gleich dann direkt sozusagen an den Kaffeetisch zu Uwe Kröger beamen. Nur noch zwei, drei Housekeeping Notes. Wie gesagt, Podcast Shownotes findet ihr auf nahtlosblog.de/podcast Folge 69. Ihr könnt unsere große USA-Tour 2014 mitverfolgen auf nahtlosblog.de/us-tour-2014. Die Fotos dazu findet ihr auf Flickr, die neuesten, in der Sidebar auf der rechten Seite unserer Homepage. Hin und wieder melden wir uns sicherlich auch, wenn die WLAN-Verbindungen es zulassen, auf Facebook zu Wort. Und bleibt uns treu, begleitet uns auf diesem Abenteuer, kommentiert, ermuntert, schickt Vorschläge, was auch immer. Aber jetzt, denke ich, hören wir erstmal rein in das Interview mit Musicalstar Uwe Kröger. Und ich würde sagen,
anfangen mit so einer kleinen Stilbeschreibung. Also wie ist so Ihr Stil zum Beispiel was Einrichtung angeht? Ist ja beim Künstler, der viel unterwegs ist, vielleicht ein spezielles Problem, oder? Das ist ein Problem. Aber das größere Problem für mich war immer, dass ich durch diese ganzen Farben... Bestellen wir vielleicht erst kurz. Bestellen wir. So, jetzt nochmal. Das ständige Umziehen ist sicherlich ein Problem. Aber das größte Problem ist eigentlich bei mir immer gewesen und auch heute noch, dass ich aufgrund der opulenten Farben und Bühnenbilder, ich Privates lieber eher schlicht mag. Also das heißt nicht, dass ich... Also ich habe jahrelang keine Bilder zum Beispiel an den Wänden gehabt. Eher weiße Wände, wenn möglich Holzfußboden, also Parkett, womöglich dunkel, kann aber auch hell sein. Ich liebe alle beige und weiße Farben. Ich liebe so ein Californian, fast schon, ja, aber auch schon Miami Keys, so ein kleines... Ocean Club Resort oder so in der Art und Stil, Colonial Style gemischt mit schlichtem Design, Einzelstücke, ich habe auch Corbusier-Sessel, also ich habe hier in diesen Cognac-Farben, ich habe ein unheimlich simples Ligne Rosé Sofa, was man austauchen kann zum Bett, weil das sind alles Sachen aufgrund dessen, dass ich viel reisen muss, umziehen muss, dass es praktisch ist. Dann waren meine Möbel aufgrund meines Partners, der in Amerika lebt, zum Teil auch in New York schon. Also wir sind da immer wieder umgezogen. Wir haben uns eine riesige Tafel anfertigen lassen aus Erle, in einem hellen Holz. Und das war, der ist 2,10 Meter lang und 1 Meter breit. Ja. Und damit haben Sie das anfertigen lassen? Das haben wir anfertigen lassen in Wiesbaden. Ich habe lange Zeit in Wiesbaden gelebt. In einem Möbelhaus konnte ich das aussuchen. Und das Schöne daran ist, dass man Freunde einladen kann, dass man kochen kann, dass man ein Diner machen kann mit 5 Gängen. Das macht man selten. Also ich mache das vielleicht 1 oder 2 Mal im Jahr. Manchmal ist auch eine Jahrpause, dann gar nicht. Aber das ist so dann... Zu Hause für mich ist wirklich Oase. Da sieht man auch nichts von meinem oder man erkennt auch keinen, mein Beruf dort nicht. Also es hängt dort keine Trophäe. Wobei mittlerweile stehen da ein paar, ich kriege jetzt am Samstag eine Auszeichnung, es sind sehr viele Leser und Publikumspreise, die ich bekomme. Das ist sehr schön. Und die stehen dann irgendwann, weil jetzt habe ich in den letzten 3 Jahren, seitdem ich hier in Berlin wohne, doch einige bekommen, die stehen dann schon in meiner Wohnung. Aber eigentlich weder ein Plakat noch Flyer, es sei denn, es liegt oben bei meiner Post in Autogrammkarten. Aber man erkennt nicht unbedingt, was ich beruflich tue. Ist ja vielleicht auch ganz, ja, ich brauche das, ne? Privat. Auch. Das ist auch ganz gut, ganz gut. Es muss eine sehr helle Wohnung sein. Ich habe hier in Berlin, lebe ich in einem Loft. In Kreuzberg, ich möchte jetzt nicht sagen wo, aber es ist eine ganz berühmte Höfe. Diese typische Berliner Höfe. Penthouse unterm Dach mit Blick über ganz Berlin. Toll. Relativ simpel, auch erschwinglich. Das ist, also, das ist der Vorteil an Berlin. Ich liebe Stil, ich liebe Design, ich liebe Komfort. Aber das muss nicht unbedingt teuer sein. Also haben Sie so, wenn Sie sagen, haben jetzt mehrmals gesagt Design und auch so die Klassiker erwähnt, von denen Sie einige haben, gibt es einen speziellen? Nein, es ist ein Konglomerat aus alten und neuen hauptsächlich. Okay. Also ich erkläre kurz, wie mein ich habe eine Maisonette auf 2 Etagen, unten steht die große Tafel, dann habe ich von Fuchs, das ist jetzt einer dieser neuen Neo-Impressionisten, der lebt in Österreich, der malt diese freaky Indian-Style-Bilder, die er in Kirchendecken bemalt hat, okay. Was sehr freaky ist. Das ist so wie Hundertwasser, diese ganze, so ein. Und er hat mal ein Bild gemalt von Lohengrin und diese Figur hat ausgeschaut, eigentlich ganz blau mit schwarzen Flügeln, blonden Haar wie der Tod in Elisabeth. Ganz genau. Und das hat man mir geschenkt, das ist ein Original, in eine Kopie allerdings, aber es gibt uns, glaube ich, insgesamt 20 oder 30 Bilder. Ist groß? Also ist recht groß, ja, und das habe ich geschenkt, also das Bild hängt, weil ich sage, ich habe keine Bilder, aber das hängt unten bei der Tafel. Und dann habe ich relativ, habe ich so einen alten, antiken, indischen, offenen Schrank, eigentlich nur so eine Geschirr- und Glaskommode, wenn man so will, hier vorne auf der Kantstraße in einem Ladenkauf, gar nicht teuer, es war wirklich recht günstig, aber bei einem gleichen
Es ist so abgebeiztes Holz, fast schon geschlemmt, mit leichten bläulich-grünen Schimmer drin. Das klingt seltsam, es schimmert leicht dadurch. Und ähnlich ist auch dieses Bild, was da an der Wand hängt in diesen Farben. Also es ist relativ schlicht. Ja. Sonst ist da auch unten gar nichts. Dann habe ich von Boris Schippeck diese wunderbaren Kerzenleuchter, die man in Vase, die man auf den Tisch stellt, mit den verschnörkelten Armen. Das war mein Geburtstagsgeschenk. Mehr ist unten nicht. Ein Buddha-Kopf noch, mehr ist unten nicht. Da ist der Balkon, da sind Pflanzen. Und oben ist alles relativ schlicht, auch mit einer ganz einfachen, weiß ich glaube ich sogar von Ikea, eine Holzkiste, so eine Seemannskiste, eine ganz einfache Holzkiste mit dunkelbraun. Und dazu alles in hellem Holz. Wie gesagt, die beiden Kabis hier sitzen in diesem Champagnerfarben, in diesem Cognacfarben. Ist mittlerweile aber auch schon ganz hell geworden ist durch die Sonne. Es muss ein bisschen Patina, ein bisschen Leben haben. Und ich mag Sandfarben. Also das Sandfarben weiß sind für mich Balsam auf die Seele. Das ist wirklich so, ist recht schlicht. Und also das einzige Luxuriöse in meiner Wohnung ist mein Flatscreen von Bang & Olufsen, den ich irgendwie mal mir besorgt habe, weil ich gerne schaue, Filme schaue, zum Fernsehschauen nicht komme, mir aber Filme anschaue, Serien anschaue. Auf DVD oder so. Ganz genau. Das mache ich dann aber, das habe ich dann auch dann luxuriös, wenn ich dann will, wenn man so will. Ansonsten habe ich ein Bett aus New York, ein französisches Colonial-Style-Bett, so richtig schwarz, die robust mit zweifachen Matratzen und dieses typische amerikanische Bett mit Laken und so. War auch gar nicht teuer. ABC Home and Garden in New York on Broadway. Als wir in New York waren, brauchten wir ein Bett, haben wir unser altes Bett nicht mitgenommen, haben wir das halt gekauft. Also aus jedem Land, aus jeder Stadt etwas dazugekommen. So hört sich das an, ja schön. Wenige Sachen, wirklich wenige. Es hört sich, wenn ich es aufzähle, viel an. Das ist aber letztendlich nicht viel. Aber sehr genau. Sehr genau. Ich habe eine riesige Schrankwand, die habe ich mir irgendwie, ich habe die ersungen. Und zwar gibt es ein Möbelhaus Kröger, direkt gegenüber vom Kolosseumtheater in Essen. Und es gibt Schilder von der Autobahn Möbelhaus Kröger. Und jeder hat geglaubt, die hat man für mich dorthin gemacht, weil nur mit dem Möbelhaus hat man sich vertan und auf das Kolosseumtheater geschaut. Ich bin auch nicht verwandt mit dem Kröger. Aber es gab eine Eröffnung und es gab eine Jahresfeier und man hat gemeint, ob ich dort singen will. Und ich sagte, okay, Gage möchte ich jetzt dafür nehmen, wie will man das errechnen? Ich habe eine bestimmte Gage, die sehr hoch liegt für solche Sachen, aber ich sagte, das ist kein Problem, ich kann auch gerne Werbung für Elisabeth machen, aber wie wäre es, wenn ich mir, ich habe so Spaß gedacht, wie wäre es, wenn ich einen Schrankwand ersehe? Ja. Und dann, ja, okay, super. Das können wir machen. Wir können da entgegenkommen. Ich muss dann immer noch einen Obolus zahlen, ist keine Frage. Aber da habe ich mir dann halt im Gegenzug eine Schrankwand, eine Bücherwand ersungen. Aber mit der umziehen ist ja auch ein bisschen schwierig, oder? Oder ist jetzt also Mittelpunkt Deutschland schon jetzt, wird das jetzt hier in Berlin? Also ich hatte die Schrankwand, also diese Wand, Schrankwand schon in, ist ja nicht eingebaut, sondern es ist ein Schrank, der lose steht. In drei Teilen, der aber zusammengehört, mit so Glasscheiben, die davor fahren, mit CD-Kassen. Ich konnte mir so zusammenstellen, wie ich das wollte, und ich habe so meine Bedürfnisse. Es mussten Videos, mittlerweile sind es ja CDs, aber mussten reinpassen. Es mussten meine Bücher reinpassen, meine Noten. Dementsprechend musste das dementsprechend auch angefertigt werden, dass Notenmaterial auch reinpasst. Es ist auch alles in einem Beige-Ton, hellen Weiß-Cremefarben eigentlich, mit so ganz leicht getöntem Glas, Schiebetüren, die man links und rechts schieben kann, ganz simpel. Ist auch nichts Großartiges, aber ist eine größere Wand, weil ich viel Material habe, viele Bücher, viele CDs. Das steht drin, aber mehr steht eigentlich nicht drin. Ich habe nicht viel. Eine Küche war drin in dieser Wohnung. Und das kann man relativ leicht bewerkstelligen. Also ich ziehe relativ leicht um. Also das ist nicht so viel. Wie oft sind Sie jetzt insgesamt schon umgezogen? Also immer, ich habe 2006, in diesem Jahr, mein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Und in diesen 20 Jahren bin ich bestimmt einmal im Jahr umgezogen. Letzten 3 Jahren nicht, aber dafür bin ich dann umgezogen, bestimmt manchmal so 3-mal im Jahr. Ich überlege, weil Berlin in den 80ern ist nicht mehr, was es heute ist. Und mittlerweile gibt es ein großes Berlin, das ist sicher wunderschöne Orte am Prenzlauer Berg oder auch in der Mitte. Die kannte ich jetzt gar nicht. Ich habe mir dann auch Sachen angeschaut. Das ist meine Wohnung. Und da brauche ich das auch so meine Ruhe, da läuft wenig Musik. Wenn, schaue ich mir was an, Fernsehen, so einen Film oder was. Ansonsten ist sehr viel Kerzen, sehr viel indirektes Licht. Wie viele Tage sind Sie denn im Jahr unterwegs? Das ist echt unterschiedlich, das kann man nicht sagen. Also mich jemand, wie Sie jetzt fragt, was machen Sie da konkret, fahren Sie hin und her. Diese Woche bin ich 3-mal unterwegs, dann nächste Woche vielleicht gar nicht, dann bin ich wieder in Wien, dann bin ich in Wien. Es kann ganz viel sein. Also morgen bin ich zum Beispiel tagsüber in Wien und abends spiele ich wieder.
sind Sie ja, das sieht man ja auch, ein modischer Mensch. Also dem Mode schon interessiert und der ja auch wonach dann guckt. Also wie würden Sie, was Mode betrifft, so Ihre Orientierung so beschreiben? Das ist interessant. Eher Californian Style, würde ich sagen. Eher in Richtung dann Rockstar. Eher sommerlich? Naja, Sommerstar, aber auch von diesem etwas Vintage-Look, mhm. eher so ein bisschen, was Designer angeht, da gibt es die Square, die in die Richtung arbeiten natürlich, da gibt es Dolce & Gabbana, eigentlich nicht, das ist nicht so mein Ding. Bei Anzügen, wenn ich auf der Bühne bin, da muss ich natürlich, ich habe so ein berufliches Outfit und ein privates Outfit, ja. dann ein ganz privates Outfit, also mein berufliches Outfit auf der Bühne sind dann schon Anzüge, ja. Manchmal ein bisschen flippigere Hemden oder so, das ist dann eher schon von D-Squared oder auch McKenzie, das sind italienische, komische italienische Marken, die aber kanadische Designer haben, wie zum Beispiel die Squared, das sind ja Zwillingspaar aus, witzigerweise auch 1964, bin ich auch. Und es gab jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr, als dann der 40. Geburtstag anstand, so diese große Welle der ganzen 1964 auf die Square, doch Jeans auf überall. Okay. Und ich bin halt praktisch. Ja. Das ist aber eher, da gibt es keine Anzüge. Ich habe eher Anzüge, wenn ich auf der Bühne bin, von Boss bis Gucci und Armani. Das sind so die sehr klassisch Fallen, die auf der Bühne auch sehr gut ausschauen. Ich liebe auch ein Smoking auf der Bühne, lässig ohne Pflege, eher geöffnetes Hemd, eher leger, eher so ein bisschen. David Beckham Style, ja, wenn man so von will. Wem? Von wem? Gucci Boss oder Gucci Boss oder Gucci Boss oder Armani auch. Armani sitzt auch sehr gut. Alles andere, Dolce & Gabbana mit runter. Wir persönlich stehen eher so klassisch der Boss oder Gucci. Gucci. Dolce & Gabbana auch. Ist nicht so ganz mein Ding, Dolce & Gabbana. Die hat eine ganz gute, wir haben ganz gute Wintersachen, finde ich. So tolle Jacken. Mhm. Aber da gibt es mittlerweile, wenn man bei Diesel sich umschaut oder bei die Squared, sehr viel günstigere Sachen. Das habe ich ja vorher gesagt, ich mag schöne Sachen, individuell müssen sie sein. Ja. 0815, was heißt 0815, schlicht im Sinne von klassisch, ganz, ganz klassisch steht mir, finde ich, das ist, finde ich, nicht so der Typ. Wirklich wie der brave Schwiegersohn, der jetzt zur Kommunion geht, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Jetzt ganz privat, wenn ich durch die Stadt gehe, Kaffee trinke, Freunde treffe, sind es Jeans, ein T-Shirt, ich habe Timberland Boots an oder ich habe im Sommer dann halt irgendwelche Turnschuhe an oder was. Das ist dann eher wirklich dieser Californian Vintage Understatement. Californian Style. Ich habe auch 3 Jahre jetzt in Los Angeles gelebt. Es ist dann wirklich so dieses Vintage-T-Shirt, die Hose, die schon leicht abgeruckelt ist. Da fühle ich mich auch am besten. Ich habe so privat Mütze auch meistens noch, weil ich privat, beruflich doch häufig auch über meine Hairstyle, wenn ich privat auf Drücke auffalle. Ich bin vorher bei einem Haarweg in Frankfurt gewesen. Das sind Freunde von mir, die haben alle Preise für L'Oréal gewonnen und sind auch für L'Oréal tätig. Das sind Zwillinge, Matice und Aische, die immer wieder meine Haare umgefummelt haben, weil ich ganz häufig frisurtechnisch von der Rolle abhängig war, wie ich privat bin. Und jetzt, seitdem ich Perücken trage, kann ich rumlaufen, wie ich will. Und hier in Berlin bin ich halt bei Udo Walz, ein guter Freund von mir. Und da werde ich dann dementsprechend gestylt. Dementsprechend, wenn ich dann unterwegs bin, beruflich, ob es Fototermine sind oder ähnliche oder auf der Bühne stehe, dann ist es schon ziemlich prägnant, wie ich dann optisch rumlaufe. Und wenn ich jetzt sage, ich habe mich jetzt nicht an David Beckham orientiert, ist das richtig, inhaltlich richtig, habe ich auch nicht, weil ich das tue ich eher weniger, dass ich schaue, was am Dienen an, was ich zu tragen, was mir gefällt. Aber haartechnisch vom Typ her, er ist Fußballer und er ist größer, was auch immer, aber von den Dingen, die wir anziehen, ist es schon relativ ähnlich, mit ähnlichem Geschmack. Also ich bin vor ihm schon mit Knopf rumgelaufen und so, also das ist, aber das gefällt mir ganz gut, ich mag das Lässige, ich mag, dass er ein Fußballer ist, der auch dieses Metrosexuelle ist nicht meins unbedingt, aber viele Leute sehen, dass ich das wäre, weil er auch so ähnlich anzieht. Ich lasse mich da ungern in Schubladen schieben, ich trage einfach das, worauf ich Bock habe, also das ist
habe aber auch eher, und wie gesagt, das muss alles nicht teuer sein. Ich glaube, wenn ich die Stadt und sehe, ein geiles T-Shirt oder wahnsinnig viele T-Shirts, liebe T-Shirts, ja. T-Shirt unter einer Lederjacke, T-Shirt unter Sakko, T-Shirt oder irgendwas, also das ist immer cool. Auch gerne noch mit Aufschrift, auch wenn alle Kolleginnen immer sagen, oh, das darf man nicht mehr. Ich sage es mir völlig egal, wenn es nicht Aufschrift darf man nicht mehr. Der ist angeblich schon irgendwie out, aber es ist mir auch ziemlich wurscht. Wirklich? Das ist mir auch wurscht. Das finde ich total gut. Gerade in Berlin gibt es so lustige mit der alten Zwieback-Werbung, Brand, und diese ganzen Sachen. Jetzt sind sie ja schon in vielen Städten gewesen. In Hammer hat das mal irgendwann angefangen. Mir wäre es lieb, wenn sie... Mein Lieblingsdesigner, übrigens was Schmuck angeht, ist Chrome Hearts. Chrome Hearts. Da gehe ich dann, mit Karl Lagerfeld. Das habe ich erst später erfahren. Ich habe um die Ecke von Robertson gewohnt in Los Angeles, wo der Hauptladen ist. Aha, okay. Und ich bin quasi in den Laden reingestolpert. Und seitdem kriege ich Sachen geschenkt. Ich habe ganz viele Ringe, ganz viele Ketten davon und Schmuck von Barbara Becker. Aber Barbara Becker ist eine ganz gute Freundin von mir auch. Und sie hat mich hier gesehen bei Drei Musketiere als Kardinal und hat mir dann drei Kreuze geschenkt. Ist das auch von ihr? Nee, das ist jetzt nicht von ihr. Das habe ich aus Japan bekommen. Das ist auch wunderschön. Von der Frau des Produzenten aus Japan, der die letzten Sachen, die ich in Japan oder auch jetzt in Wien für Japan gemacht habe, hat mir das geschenkt. Wo ich bis jetzt so frage, wie sie das geschafft hat, aber das ist anscheinend nicht draufgeklebt. Das ist per Mutt und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also das ist nur dazu. Jetzt wollten Sie ein bisschen wissen. Jetzt wollte ich so ein bisschen wissen, mal so Lieblingsorte. Sie sind ja jetzt in London engagiert gewesen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, in Los Angeles, da haben wir jetzt schon einen Laden. Sind wir eben schon zugekommen. In Japan waren Sie in Wien ganz, ganz viel, jetzt in Berlin schon lange. Gibt es so aus allen möglichen Bereichen, kann ein Hotel sein, kann ein Restaurant sein, kann noch ein toller Shop sein, aus den verschiedenen Städten, nicht in jeder Stadt alles, aber ein paar bunte Punkte, wo Sie sagen, immer wenn ich da wieder hinkomme, ist das ein Pflichttermin. Gut, Los Angeles, ganz klar, das Mondrian, das Skybar. Da habe ich jahrelang auch immer wieder gewohnt, immer mal wieder von der Nacht oder Freunde besucht. Die Leute kenne ich, die Leute dort arbeiten, kenne ich mittlerweile schon sehr gut befreundet mit mir und wunderbaren Blick über Los Angeles und das Asia de Cuba, das Restaurant da drin. Das Asia de Cuba ist Fusion Food, kubanisch, mexikanisch, kubanisch und Californian Style. Und das ist wirklich sehr lustig. Da gibt es dann Sachen wie, wie heißt das? Lobster Mai Tai, wo die Soße mit so einer Rumsoße angemacht ist, dann wirklich wie ein Mai Tai schmeckt und dann Lobster dazu und so. Also es hört sich alles gigantisch an, aber es ist wirklich Homestyle-Food, wo man wirklich eine Box, ein Tisch bestellt und das wirklich zu vier teilt oder so. Also es ist ziemlich cool. Es ist Philipp Stark, der Designer von diesen ganzen In-Crowd-Hotels. Und das Mondrian ist einer der ältesten eigentlich auch noch, aber es ist wunderschön. Das auf jeden Fall, wo man draußen auf riesigen Kissen, auf Holzplanken liegt, die direkt am Pool sind und es riecht überall nach diesen Vanille-Candles und Kerzen. Hört sich so an, als könnten Sie sich vorstellen, da mal hinzuziehen. Ich liebe Kalifornien und ich liebe Los Angeles. Hätte ich nie gedacht, weil ich habe immer geglaubt, Amerika und speziell Kalifornien ist so oberflächlich, ist überhaupt nicht meins. Das sind Klischees, die wir haben. Ich habe heute Morgen im Fernsehen eine Geschichte gesehen von einer, auf Dreisat, glaube ich, war das eine Wiederholung von Böttinger, heißt die Böttinger? Mhm, Bettina Böttinger, genau. Ja. Wo sie Auswanderer interviewt hat, die dann wieder zurückgekommen sind, was sie im Ausland vermissen und so weiter. Und dann war es halt die eine Dame, die von Sat 1, Sabrina Fox, heißt sie, glaube ich, die hat vor Sat 1 vor 16 Jahren, 17 Jahren moderiert, ist dann mit einem großen Fernseh-TV- oder Filmproduzenten, Agent sogar dafür, nach Hollywood gegangen, hat gedreht in Kalifornien und sie dann noch so erzählt, ja, das war alles so oberflächlich für die erste Zeit und so. Und ich habe gedacht, nee, es ist halt eine andere Mentalität, die laden dich halt nicht nach Hause ein, weil die meisten auch gar nicht so ein schönes Home haben, die ganz reich natürlich schon, aber es ist ein anderes Ausgehen. Aber die Freunde, die dann loyal sind, sind dann auch loyal. Und, wie gesagt, ich habe positiv, genau, das sind Klischees. Also deswegen, mir gefällt Kalifornien. Und ein super Laden, wo man unbedingt hin muss, wenn man, wo man einkaufen gehen muss, ist Fred Siegels. Das gibt es bei uns nicht. Das ist so ein Konglomerat. Man geht da durch, wo wirklich, ist wie so, man geht da durch wie durch Ikea, nur kleiner und cozier und hübscher natürlich. Und da ist ein freaky Label, Alternativ-Label in den anderen, wo du tolle T-Shirts finden kannst, die tolle Kerzen finden kannst. Es ist so ein
ist so ein bisschen wie Quartier 206, nur more down to earth. Okay. Nicht ganz so fancy-schmancy, schicke. Das ist ein Grund vielleicht, warum auch Quartier 206 nicht ganz gut funktioniert. Es ist ein bisschen zu schicke. Zu schickig noch. Es ist zu schick, bevor man einer nach oben fahren will. Sie hätten sich zum Beispiel dann dort, vom Prinzip her ist es ähnlich, man geht auch so da durch, aber es ist zu schick und zu teuer da. Wir müssen eher es auch so halten, dass Leute auch reingehen können. Okay, ich kann mir jetzt die von der Marke das nicht leisten, aber ich kann mir was mit und dann kommt man auch zurück. Das ist nicht clever, finde ich. Und man kann trotzdem, man kann die ganzen California-Labels, die es hier nicht gibt, mittlerweile gibt es sie sogar ein bisschen irgendwo mal, oder auch auf anderen Städten, aus Paris oder sonst wo. Also das so Fred Siegels, der Kalifornien, gibt es in Santa Monica, gibt es auch, auch in Melrose und Formosa. Und das ist genial. Das ist super geil. Da packt man draußen, da gibt es auch ein Café drin und so. Das ist echt. Richtig einen halben Tag verbunden. Ja, es ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Halb doch nicht ein paar Stunden, so groß ist es nicht. Aber es ist cool. Es ist ziemlich cool. Man findet auch nicht immer was, aber man findet auch ein Parfum, ein T-Shirt, witzige Zahnpasta oder irgendetwas. Es ist halt ziemlich lustig. Im Prinzip war es für 206 ist nicht unähnlich, nur dass es eben halt doch zu nobel ist. Ich glaube, das hätten sie ein bisschen. Berlin. Ja, finde ich auch. Berlin, würde ich sagen, ist sicherlich meine Lieblingsecke in Berlin, wenn ich so diese Schönheit des alten Berlin zu sehen, das ist der Gendarmenmarkt. Das ist für mich, ist jetzt nicht unbedingt, wo ich gerne rumhänge, im Sinne von, dass ich dann ins Restaurant gehe oder so. Aber da gehe ich gerne, wenn ich immer was zeigen will, zeige ich jemanden Friedrichstraße und dann schon mal, weil es einfach sehr schön ist. Wobei, wirklich cool, ein geiles Restaurant ist das Filou, das ist hier so ein italienisch, ist auf der Bleibbaustraße, da kann der Bleibbau. Italienisch-französische Küche, Homestyle, wie sieht aus wie ein Weinkeller, wo man so ein Fleischspieß von der Decke kriegen kann. Klavierspieler spielt ein riesiges Blumenbouquet oder Blumenvase mit Pinien, das duftet man dann. Ziemlich cool im Winter. Oder das Hotel Q, das ist so ein bisschen 70er Jahre, rot und grau. Die Besitzer sind Freunde von mir und die Designer haben ja bei Kids und Jennifer Aniston das Haus designt. Das ist ein deutsches Ehepaar. Okay. So, das sind meine Hotspots in Berlin. In Wien, was wirklich mit einer meiner Heimat ist, es ist einfach so, dass da gibt es unzählige Orte. Da reicht es einfach, wenn man einmal mal Kärntnerstraße am Graben entlang geht. Und da nimmt man so viele Eindrücke schon mit. Und mein Lieblingsrestaurant ist wirklich das Dom Co. Wird gerade umgebaut zum Hotel. Donko ist übrigens auch das Catering, was die Hon Lounge, wir sind für Lufthansa, becatert, witzigerweise in Österreich und kein Deutscher, obwohl es ja Lufthansa ist, so edel. Und ich habe da schon mal Silvester gefeiert, diesem Restaurant Donko, was ist momentan geschlossen. Jetzt hat es wieder geöffnet, in einem neuen Design. Blick auf den Stephansdom. Aha. Mit einer Dachterrasse drumherum. Ja. Und da haben wir Silvester gefeiert. Unten in Österreich muss man wissen, Punkt 12 Uhr wird der Donauwalzer gespielt. Ja. Auf der Straße. Ja, ja. Und man tanzt immer. Überall. Ich war in Kragenfurt, überall tanzt man. Und dann sieht man oben erstmal auf den Stephansdom Feuerwerk und schaut unten die ganzen Menschen, wie sie alle weiß. Also es ist ein Hotspot, wo man unbedingt hin muss. Ansonsten Deutschland, ich bin nicht so ein großer. Ich mag diese deutschen Farben, aber wenn ich eine Stadt aussuchen könnte in Deutschland, würde ich entweder nach München gehen oder Hamburg gehen. Berlin ist okay, ich mag Berlin sehr gerne, aber ich bin jetzt eingelebt. Ich glaube, Berlin ist etwas, was man hasst und liebt und da kommt man nicht davon los. Was ja auch okay ist, das ist ja wie eine Beziehung. Weg zumindest. Das Schöne ist Städte, wo man sagt, ach naja. Ja, deswegen so gibt viele Städte, es gibt viele Städte, in Deutschland, die so sind. Und Japan, da haben Sie jetzt wahrscheinlich ja nicht ewig gelebt. Aber nein, habe ich ja mit 14 Tagen habe ich eine Tournee dort gemacht. Okay. Das war ja das Geilste überhaupt. Ich schreibe eine Kolumne für eine Zeitschrift, und zwar für Stage. Das ist vom Stage Entertainment, so ein Magazin, was sie rausgeben. Und dieses Mal habe ich meine Eindrücke erzählt, weil ich werde immer wieder gefragt,
ob das Publikum in jeder Stadt und jedem Land anders ist. Mhm. Und man muss da immer politisch korrekt sein. Ja, klar. Das ist so. Aber eigentlich ist es nichts Verwerfliches, wenn man sagt, ja, die sind alle unterschiedlich. Der Applaus ist überall unterschiedlich. Ja. Und weder wertend, sondern einfach anders. Ja. Und da habe ich halt dann die Geschichte erzählt, das ist eine wahre Geschichte. Ich bin aus dem Urlaub gekommen, hatte gerade ähnlich die Haare wie jetzt, ein bisschen kürzer und ich stand oben noch mehr als auf dem Hickey, und ich war total dunkel und hatte ein weißblond und hatte ein Ohrring drin und ich kam an und ich bin aus dem Flieger gestiegen in Tokio, das erste Mal überhaupt in Narita und steige aus und gehe aus dem Gate raus und eine riesige Schulklasse, alle uniformiert, Mädels, gucken mich an und schreien, Mr. Becker, rennen alle auf mich zu und wie das Leben halt so spielt, kommen immer näher, erkennen, dass ich es nicht bin. Ja. Und dann? Haben wir wieder vorbeigelaufen. Einige haben uns ein Autogramm geben lassen, haben das dann nicht so. Ich habe das dann nicht für verstanden. Alle Fälle. Die haben sich dann wahrscheinlich untereinander informiert, dass es das, dass ich das doch nicht bin. Da wollte ich es auf jeden Fall aber noch fahren, weil das so unangenehm war. Und haben sich alle bedankt. Und dann musste ich sehr lachen, habe ich diese Konzerte gegeben. Und es waren wirklich immer viele, viele tausend Menschen. Und auch so eine große Säle. Ich war wirklich überrascht. Es sind aber auch immer sehr reserviert, das Publikum. Sehr brav, sehr schick. Ist dezent, lachen auch wenig. Und ich habe ein Lied und ich wusste ja jetzt gar nicht, was mich erwartet. Und ich habe ein Lied, es war ein Musical-Programm und sie kannten Elisabeth dort, das wurde dort gespielt. Und ich habe einen Titel zum Teil auf Japanisch gesungen, aber erst in der Mitte. Ich begann es in Deutsch, auf Deutsch. Und ich bin ins Publikum gegangen und habe mich alles wie ein Alien angeschaut. Und die Augenblick, wo ich dann in der Frau auf Japanisch gesungen habe, war dann wie so. Und da war das Eis gebrochen. Klar, da freuen die sich natürlich, weil das ich hätte natürlich nicht weiter. So nein, aber ich hätte es auch nicht weiter auf Japanisch singen können. Okay, wobei ich hätte es wirklich lernen können. Das ist phonetisch, gesanglich nicht schwer. Ich könnte keinen Satz, könnte auch kein Wort sein, außer diesen Sachen, also nicht dumm, Arigato, Gusaimasu, Komamoa und diese ganzen Geschichten, aber ich könnte jetzt nicht. Das kann niemand verstehen dort. Ja, aber, aber ich könnte es, glaube ich, phonetisch lernen und noch singen. Für singen, Ob ich dann wirklich Sinn mache, was ich dann dazu sage, und singe, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, ich könnte das phonetisch. Das war ja schon die größte Schwierigkeit. Yeah. Und so, die Geschichte habe ich erzählt. Und ich habe dann erzählt, dass am Ende, als ich dann abflog, kamen Leute an und haben gesagt, Mr. Klögel. Das ist auch eine wahre Geschichte. Da habe ich gesagt, einige haben. Und ich habe dann so eine Geschichte daraus gespannt. Yeah. Und es ist wirklich so, Japan war vom Essen her sehr emotional. Man nie so gutes Sushi oder Sashimi und Kobe Beef oder was auch immer. Kommen Sie gewohnt? Ich habe witzigerweise, ich habe diesen Film Lost in Translation nicht gesehen. Okay. Weil er mich einfach überhaupt nicht interessiert. Aber trotzdem im Hype. Ich habe nicht gewusst. Und ich gehe in die Bar, ins Restaurant, da oben ist es sensationell am Blick. Wirklich sensationell. Und ich gehe dort essen und. Und da singt diese Sängerin dort, die auch in den Film singt. Plötzlich sagt meine Begleitung, das ist wo wir sind. Ja, und ich sage, dann bin ich aufgeklärt. Und habe ich mir gesagt, das ist ja echt super. Und ich wollte wirklich überhaupt nicht. Ich habe mal gedacht, als wir ins Zimmer kamen, es ist wirklich alles elektrisch, aber das kannte ich und es gibt andere Hotels, die das auch haben. Man geht ins Grand Hotel in Wien und drückt das alles automatisch. Also das kannte ich auch. Aber es ist so eine, man kommt rein ins Zimmer und es läuft so Lounge-Musik, so japanische Lounge-Musik. Es hört sich nicht japanisch an, aber es ist so Chill-Out-Musik. Mhm. Und dann ist der Bildschirm, es gibt drei Fernseher, einmal im Bad oder sonst wo, da läuft immer so ein Image von so Farbe und Wasser und Plopp und Klong. Man hat echt das Gefühl, man ist so, man sitzt da. Und es dann kommt die Spa-Behandlung. Genau, die Zeit steht still und es ist auch ein bisschen fad. Es ist so ein bisschen, es ist jetzt nicht so spannend. Nüchterne japanische Behaglichkeit, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber der Blick natürlich sehr national, ist keine Frage. Und danach habe ich den Film mir natürlich angeschaut und musste sehr lachen, weil das ist absolut stimmt. Ich habe mich ein bisschen gegen dieses Klischee gewehrt, bevor ich es überhaupt beurteilen konnte. Und das hasse ich auch an mir. Dann in dem Augenblick, oder habe ich in dem Augenblick an mir gehasst, dass ich das eigentlich genauso wie jeder andere dann plötzlich mit Klischees da ankam, Vorurteilen. Den Film habe ich mir nicht angeschaut, ich dachte, dass er ein falsches Bild vermittelt und das stimmt nicht. Es trennt uns nichts mehr als die gemeinsame, als die Sprache und natürlich dann auch die Mentalität, das ist einfach ein anderes. Es sieht alles so westlich aus, es ist alles noch westlicher als westlich, es ist noch moderner. Aber das Witzige ist, dass wirklich, und das ist politisch unkorrekt, aber dass wirklich alle schwarze Haare haben. Das gibt es sonst ja nicht. Also ich meine, egal welche Kultur politisch, auch wenn man in Singapur ist oder auch wenn man in Hongkong war. Es ist durchmischt. Ja, oder durch die Kolonialzeit oder was auch immer. Ja. Das ist
dort ist wirklich protected gewesen. Und wenn man bedenkt, das habe ich jetzt erfahren, weil ich habe gerade ein Stück gemacht, was mich der japanischen Geschichte ein bisschen näher gebracht hat. Das war ja bis Ende des 19. Jahrhunderts 300 Jahre jeden Fremden gesperrt. Die haben ja alle Grenzen abgeschottet und die haben 300 Jahre keinen Austausch gehabt. Das wusste ich nicht. Das hält bis heute dann ich so. Ich glaube, sie sind so zwar sehr westlich orientiert, aber es ist natürlich diese Mischung aus absolutem modernem westlichen Touch, auch was Klamotten angeht und Designer angeht. Alles bis hin zu absolut klassisch traditionell, auch vom Verhalten her. Das ist unheimlich interessant. Und ich bin geflogen, man sagt, ich bin dann geflogen nach Osaka und wir sind am Fuji vorbei. Man sagt, wenn man den Fuji, die Spitze des Fuji, des Fujiyamas, ohne Wolkensiegel, ohne Herdesee, diese rote Spitze, dann fährt man zurück. Und ich habe es ganz klar gesehen, also ich hoffe, ich komme nochmal zurück. Also Japan war eine Sensation, fand ich super. Jetzt sind Sie ja beruflich fast schon verpflichtet, immer gut in Form zu bleiben und so, weil es auch anstrengend, so oft auf der Bühne zu stehen und so, da muss man auch so ein bisschen Stamina haben. Sind Sie jemand, der jetzt regelmäßig Fitnessstudio und danach Entspannung und solche Geschichten hat? Ah, das ist schon die Gymtasche sozusagen. Also ich bin, ich sollte es vielleicht, aber es interessiert mich nicht so sehr. Ich bin nicht jemand, der mit Gewichten arbeitet. Manchmal gerne. Ich gehe auf einen sogenannten Cross-Trainer. Den stelle ich ziemlich hoch ein. Und ich habe Phasen, wo ich wirklich 3-4 Wochen jeden Tag gehe. 60, manchmal 90, manchmal 50, aber immer so um den Dreh dann wirklich darauf verbringe und auch verbrenne, wenn man so will. Weil ich durch meinen Beruf natürlich viel abends auch noch weggehe, erst abends esse. Dann gibt es Phasen, wo ich dann weniger gehe, aber auch nur für eine Woche weniger gehe. Also ich gehe also im Prinzip mindestens 5-mal die Woche. Haben Sie ein Stammstudio oder nicht? Ja, ich suche mir das so aus, dass ich es in meinen Tagesablauf super einbauen kann, ohne dass es mich jetzt behindert. Bei den meisten scheitert es ja daran, dass sie sich morgens überlegen, wann habe ich heute 2 Stunden Zeit, mit Anfahrt und allem, das einzubinden. Richtig. Ich mache das so, dass es in der Nähe vom Theater ist oder bei mir direkt nebenan von meiner Wohnung. Und in diesem Fall ist es da gegenüber hier. Das ist hier in Blue Sky hier in Berlin. Das ist da oben am Kranzlake. Oder mir direkt gegenüber vom Theater. Das heißt, Schweinehund kleiner sozusagen. Ja, wenn man wirklich großen Schweinehund habe ich keinen. Meistens ich benutze es als Warm-up. Ich fahre relativ knapp vor der Vorstellung dorthin, bis ich eine Stunde draufgehen kann, bin dann gut aufgewärmt und gehe dann hohen Mutes frisch aufgewärmt in die Vorstellung. Sport finde ich auch sehr wichtig, wenn man Stress hat und wenn man nicht gut gelaunt ist oder wenn man als Ventil für seelischen sowie beruflichen Stress hat. Ja. Das ist ein unendliches Ventil und verarbeitet. Also der Körper schüttet hier ganz andere Stoffe aus und ist natürlich auch sehr viel glücklicher und man kriegt den Kopf frei. Das haben Sie vorhin schon gesagt, das war schon fast eine der letzten Fragen. Sie haben gesagt, Fernsehen eh keine Zeit und aber Film. Sind Sie auch ein Kinogänger? Oh, absolut, ja? Ich bin absoluter Kinogänger. Mehr haben Sie ein Lieblingskino? In Berlin oder auch sonst wo? Also es gibt ja immer mal auch Filmtheater, die einem woanderswo wirklich gut gefallen, wo man sagt, oh ja, tolles Kino, so, keine Ahnung. Also ich liebe es in Amerika ins Kino zu gehen, weil meistens die Säle größer sind. Aber ich habe hier in Berlin, es ist auf jeden Fall CineStar, dieses Sony Center, weil ich da auch englische Filme sehen kann. Das ist mir ganz wichtig. Ich mag, dadurch, dass so viele in Staaten bin, die letzten 10 Jahre eigentlich fast ständig. Ich mag es. Man leid. Es gibt Sachen, die besser sind. Okay. Oder es gibt Sachen, wenn sie sehr politisch werden. Die dann auch sehr unverständlich bleiben, wenn man da nicht so... Ich sehe es mir trotzdem noch zuerst auf Deutsch an. Aber um da nochmal zu checken. Aber man hört sich auch rein. Also ich bin ein großer Fan von 24. Dieser Serie zum Beispiel und die kann ich mal auf Deutsch, ertrage ich auf Deutsch. Ich habe mal irgendwann eine Folge gesehen, das ertrage die Stimmen bestimmt überhaupt nicht. Und kriegen dadurch so eine Banalität, finde ich. Was aber die Serie gar nicht hat. Die Serie ist unheimlich clever. Unheimlich beeindruckend, wie clever sie das machen. Auch beim Spielen. Das ist ein ganz ehrliches, direktes Spiel. Und durch die Synchronisation, es hat sowas Gewolltes. Es hat sowas Gewolltes und hat diese.
braucht diese Lässigkeit, das ist, braucht es aber. Na, also okay. Und da geht es ja auch um politische Zusammenhänge und sehr viele Begriffe, die einem so jetzt erstmal nichts sagen. Aber man hört sich rein und versteht das dann auch. Also das, gut, jetzt spreche ich auch nicht so schlecht. Ich spreche jetzt gut Englisch. Also. Ja. Von daher, also ich würde sagen, Englisch ist für dich genauso fließend meine Muttersprache wie Deutsch, würde ich sagen. Also, aber es ist natürlich bei gezieltem Vokabular. Klar, wenn das aus ganz bestimmten Bereichen kommt, die einem jetzt so nicht geläufig sind, das ist klar. Also da wären jetzt Deutschen wahrscheinlich auch Schwierigkeiten. Ja, also wenn es darum ginge, bestimmte Sachen zu verstehen, einen Zusammenhang zu verstehen, da muss ich dann schon mal, also es ist bei den Grisham-Geschichten, das ist manchmal so. Mhm. Da muss man, da bin ich froh, wenn ich vorher das Buch gelesen habe, obwohl ich lese mittlerweile auch alles auf Englisch. Also von bereiten Sie sich denn jetzt, das interessiert mich eigentlich mehr so am Rande, aber ich fand das trotzdem ganz spannend, wie bereitet man sich auf eine Rolle wie das Phantom jetzt vor? Also weil ich kann das gar nicht beurteilen, also beim normalen, man findet vielleicht beim ernsthaften Sprechtheater oder bei Filmen oder so, ne, dann wird einem eben manchmal dann erzählt, was weiß ich, dann, als ich Stumme gespielt habe, habe ich mich dem mal bewusst ausgesetzt, um das zu lernen. Also wenn es so etwas wäre, also wenn es richtig Recherche reinarbeiten. Ja, das tue ich auch, wenn es, kann ich jetzt beim Phantom nicht schrecken, da gibt es ja nichts, was ich da machen könnte. Genau. Da kann ich jetzt nur, also was ist ja das Zentrale an dem Phantom? Da geht es ja um diese arme, verkümmerte Seele eines Mannes, der nie wirklich gelernt hat, ein normales Leben zu führen. Genau. Und sich alles künstlich erschafft. Durch ein gutes Aussehen, eine Verführung, aber eigentlich, wenn das Buch stimmt und wenn die Geschichte stimmt und wenn dem Film Glauben schenken, weil das ja noch deutlicher gezeigt wird, ist er ja wirklich misshandelt worden und hat ja Leute umgebracht. Das ist ja ein Psychopath. Also das ist ja kein... aus Schmerz irgendwie. Das ist... Ja, ich finde es immer nur gefährlich. Das ist so eine typisch deutsche Geschichte, finde ich. Sich bei Die Schöne und das Biest zum Beispiel auch. Ich finde, man kann nicht die Therapie vorwegnehmen. Also das Ergebnis der Therapie. Man kann jetzt nicht... um zu zeigen, was es kostet und was für ein Kraftaufwand und wie erstaunlich ein menschliches Gefühl bei so einem Menschen, bei einer Figur sein kann, kann man nicht das schon vorweg spielen. Man muss vorher das Wesen zeigen. Und beim Schöner das Biest, man muss das Biest zeigen, das Ungeheuer, man muss wirklich Angst davor haben, wie in diesem Zeichentrickfilm, um dazu zu verstehen, Moment, in diesem Biest steckt ja wer. Und der ist böse. Ah, der ist doch nicht böse, der fühlt. Oh, der liebt sogar. Wie kommt denn jetzt dieser arme Kerl aus diesem Biest raus? Mhm. Und dann kommt die Erlösung. So. Wenn man jetzt aber gleich den jungen Mann spielt, der verzweifelt ist und mit seinem Leben unzufrieden ist, habe ich keine Angst vor dem. Und dann finde ich auch dann ist es so offensichtlich, dass er sich verliebt. Und so ist es auch beim Phantom. Ich finde, das Phantom muss mystisch und gefährlich bleiben. Und nie eindeutig. Und man muss irgendwann merken, dass da eine ganz verletzte Seele ist, die ihn dazu führt, Dinge zu tun. Das ist ein Psychopath. Also, muss es sein. Verständlich, der einen Hang zur Schönheit hat und hätte, wenn ihm das alles nicht widerfahren wäre. Das ist ja dann auch die Antwort und am Ende, warum Christine, wenn er so toll ist, nicht mal über die Hässlichkeit hinweg sieht. Und dann, jetzt hat sie ja drüber mitgesehen und küsst ihn ja am Ende. Und eigentlich fühlt sie sich ja eben hingezogen. Aber es ist diese verletzte Seele, die ihn dafür getrieben hat, dieses Unmenschliche zu tun, Leute umzubringen. Und er hat diese Seite, die er so nicht bekämpfen kann, weil es auch schon zu weit gegangen ist. Dass sie mit ihrem reinen Gewissen, das ist ja wie im Leben, wenn man so einen Partner hätte und sagt, jetzt geh erstmal, mach Therapie, ich muss mich jetzt trennen von dir, aber das geht nicht gemeinsam. Nicht, wenn es so, also mit Mord und Totschlag zu tun hat. Oh Gottes Willen. Nein, aber so ist es da halt auch. Ja, das ist, und deswegen finde ich, kann ich jetzt nur noch ausschöpfen aus den Figuren, die ich schon gespielt habe. Das werde ich auch tun. Da gibt es. Ich finde den Film toll gemacht. Ich finde ihn nicht gefährlich. Wird aber auch immer auf der Bühne immer weniger. Das
ist echt interessant. Ich finde das echt sehr schade. Ich finde, das Biest in Oberhausen wurde auch weniger so inszeniert. Mhm. Ich habe es ja in Stuttgart gespielt, da war es von der Disney, obwohl alle gesagt haben, das ist so eine süßliche Version. Ich habe gesagt, das stimmt nicht. Das Biest war brutal unheimlich und man hat es am Anfang gar nicht erkannt, weil es immer nur im Halbschatten war. Mhm. Und da in Oberhausen ist es gleich. Und haben Sie da jetzt denn Einflussmöglichkeiten in Essen zu sagen? Also ich werde schauen, es ist sehr, sehr, sehr vorgegeben durch die ganzen technischen Sachen auch. Ja, ja. Aber ich bin einfach auch erstmal schon ein ganz anderer Mensch. Mhm. Und ich spiele es 3 Monate und in diesen 3 Monaten möchte ich schon auch Spaß haben. Klar. Ich habe sicherlich Möglichkeiten, das eine oder andere anders zu spielen. Muss ja auch nicht, weil es ist doch so ein Trio sozusagen, was sich alle 3 Monate abwechselt. Na, es ist so, genau. Eigentlich 4. Oder die anderen beiden. Thomas Borchardt, Ethan Freeman, genau, Ian Borg und meine Wenigkeit. Genau. Wobei Thomas Borchardt nicht die einzigen sind, die es nicht gespielt haben. Also ich habe es 2. Und da war es so, dass ich mich ja in. Ich musste mich ja in den Gerald Butler hineinversetzen. Ja, ja, klar. Da kann man bei der Synchronisation, nee, klar, da kann man keine eigenen Akzente setzen, die zu dem, was der spielt, nicht passen. Das ist klar. Zu der Stimme passt. Ja, ja. Also ich musste auch, weil viele, die es gesehen haben, meine Stimme mich dann einfach überrascht. Ich habe gesagt, hast du es da nicht mehr gesungen? Ich habe gesagt, ja, ich kann nicht mehr machen als das Original. Ja, ja, das kann ich nicht. Außerdem musste ich synchron bleiben, das war noch eine andere Sache. Außerdem, das wollten sie auch nicht. Ja. Und das verstehe ich auch, dass er da total rausgefallen Aber ich habe, was gut war, ich habe einen ganz anderen, also ich habe diesen intimen Zugang und die ganzen emotionalen Close-Ups, die man ja mit der Kamera hervorragend machen kann. Mhm. Auf der Bühne ist das schwierig. Ist das ganz schön. Obwohl man kann klein werden auf der Bühne. Ich werde das hier bei 3 Muskeln, mache ich das auch. Es gibt Momente, wo ich ganz, ganz klein werde, auch mit der Stimme. Und es funktioniert. Es gibt Momente, die gehen, da funktioniert das. Aber da, der Phantom ist schon ein bisschen schwieriger, finde ich. Durch die Maske auch allein. Mhm. Von der Kamera natürlich das Gesicht viel besser zeigen kann. Klar. Da habe ich jetzt schon einen ziemlich guten Einblick, glaube ich, in das ganz sensible, Close-up, intime Seelenleben dieser Figur. Und ich denke, so diese ganzen anderen Sachen, Ausbrüche und wie ich körperlich das anlegen werde. Das ist ja auch ein Wicht schon, also so körperliche Ausbrüche und so fand ich, das war ja da auch schon am Anfang. So Wobei er, was ganz wichtig ist bei Phantom ist, dass er sich seine Scheinwelt erschafft. Das ist ja alles eine Scheinwelt. Er schafft ja auch diese seltsame Puppe. Das erinnert mich immer alles ein bisschen so an Hannibal Lecter. Das ist alles so, noch der eine Typ, der ist dann alles so. Das ist alles schon gruselig eigentlich. Der auch sich selbst zu einem Gentleman erschafft. Das ist alles Schein. Würden Sie denn sagen, Sie sind Musical-Darsteller oder Schauspieler? Das ist wieder so eine gute Frage. Kann ich nur in Deutschland stellen, aber ich stelle sie gerade deswegen. Weil Sie ja wahrscheinlich für die Rollen, die Sie gespielt haben oder noch spielen werden, Sie ziehen sich ja genauso aus Umwelt, aus Leuten, die man trifft und so. Man zieht sich ja kleine Nuancen, die hat man irgendwo im Hinterkopf. Also das wollte ich vorhin noch sagen, weil sie meint das eben, wo ich auf so eine Recherche habe ich auch schon gemacht, das kommt auf an, was es ist. Ob es jetzt ist, dass ich einen Kettenraucher Joe Gillis spielen musste oder den Tod in Elisabeth, wo ich am Anfang gar nicht wusste, was soll die Figur, bis ich für mich begriffen habe, nachdem ich mich 3-mal mit dem Autor unterhalten hatte und festgestellt habe, der Tod ist nur da, weil sie sich ihn so herbeiwünscht. Also ich bin der Spiegel ihres Seelenlebens. Also muss ich alles über diese Figur wissen. Und nicht nur das, was außen glänzt, sondern das, was... So, also ich habe dann ein Buch gelesen, Kaiserin wider Willen, von Brigitte Hamann, Westfälin. Das Buch ja auch ziemlich basiert, genau. Eigentlich. Die, diese ganzen genau. Seiten, die man von den süßlichen Sissi-Filmen nicht kannte. Eine Habsburg-Historikerin, die aber auch mittlerweile andere, die Hitler-Geschichten und so weiter auch Bücher darüber geschrieben hat, die aus Westfalen kommt und sich verliebt hat. Das ist ganz witzig. Wir haben uns auch kennengelernt. Ja. Und sehr interessant. Sehr interessante Frau. Und das Buch gelesen, war an den Orten, hat mir das angeschaut, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was ich dieser Figur geben kann. Mhm.
Bei J.I. Chris in Miss Saigon war es so, dass wir uns Unmengen Material angeschaut haben. Bis hin zum Erbrechen. Weil wie viel Napalm verbrannte Kinder kann man sich anschauen? Und Krieg allein, es ist, tut mir leid, es ist, ich warte jetzt auf diesen, wie heißt der Film? Jarhead? Ja, ist der ist, glaube ich, schon angelaufen mit dem... Würde ich gerne mit dem... Gyllenhaal. Gyllenhaal, genau. Jake, genau. Mhm. Das war ziemlich heavy und dann geht es einfach darum, ich habe festgestellt, auch wenn die historisch sind, die Figuren, da muss man natürlich sehr viele historische Sachen dazu nehmen, aber war bei Napoleon auch so. Ganz viel gelesen, ganz viele Briefe gelesen. Aber es ist doch auch wichtig, dass man Situationen spielt. Das hört sich jetzt so global an, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht unterschätzt, wie schwer es ist, einfache Sachen wie ich liebe dich oder ich hasse dich, diese ganz einfachen Sachen zu spielen. Das ist nicht leicht. Und die meisten halten sich mit Äußerlichkeiten auf. Mit dem Überbau der Geschichte. Wo kommt die Person her? Wie schaut sie aus? Was hat sie für körperlichen Gang? Genau. Dabei ist es in erster Linie wichtig. Bei Les Miserables war es so. Ich kannte Les Miserables sehr lange und ich sollte Javert spielen und ich fand mich zu jung. Zum Quatsch, ich bin jetzt auch 40. Javert war um den Dreh, also mittlerweile. Ja, er war in den vorigen Produktionen war immer... Muss aber gar nicht, weil er beginnt mit Ende 20 und hört mit einem Buch, ich glaube, hört er auch mit Ende 40 oder was, musst du zufrieden. Er war gar nicht so alt, nur damals waren die natürlich auch sehr viel älter mit 35, habe ich nicht vergessen. Aber ich wirke auf der Bühne in solchen Sachen. Aber ich hatte dann gedacht, es kommt gar nicht darauf an, dass man mir jetzt Falten malt, dass ich mir eine andere Stimme zulege. Es kommt darauf an, dass ich diese Besessenheit spiele, diese Fokussierte. Und dann, wenn man ganz fokussiert an seine Sachen glaubt und die auch rüberbringt und durch eine Langsamkeit, präzise und klare, energische Art, wirkt man sehr viel reifer. Auch wenn man diese Härte allein schon durch die Mimik sich ins Gesicht bringt, dann braucht man die Furchen gar nicht mehr malen, sondern dann ist man plötzlich, kann man nicht mehr. Wer sagt denn, dass jeder mit dermaßen Falten altert? Ich habe in meiner Familie, mein Großvater hatte keine Falten zum Beispiel. Also, das hängt ja auch mit den Genen zusammen, aber das sind oberflächlich, wenn ich das nachher dazusetzen kann, wunderbar, aber in erster Linie müssen Situationen gespielt werden, 1:1, wenn wir was spielen, wie spiele ich das? Und das ist, glaube ich, auch für mich, um auf die Frage zurückzukommen, ob ich Schauspieler bin, das ist eine sehr deutsche Frage, aber Sie haben es vorweg schon gesagt, deswegen kann ich es nicht nochmal wiederholen. Ich hoffe, dass ich Schauspieler bin, ich denke, dass ich Schauspieler bin, ich glaube, dass ich sogar in erster Linie Schauspieler bin, denn das Gesangliche, die Musik genauso benutzt wie die Sprache. Ich bin mehr Musical tätig, weil ich das spannend finde, es sprachlich, Gestik und dann auch gesanglich in einem rüberzubringen. Das finde ich sehr spannend. Ja, und nicht zu wenig gesungen. Also, schön. Ja. Aber das macht, dass ich, solange es da Rollen für mich gibt, ist das wunderbar. Ich mag dieses Genre, also ich mag, ich genieße es auch hier, reine Schauspielszenen zu haben, die auch sehr, die es auch sehr in sich haben. Kommt immer auf die Partner ein, ist keine Frage, es ist mal mehr, weniger gut. Aber wir spielen halt live, das liebe ich auch daran. Auch etwas, was man in Amerika noch mehr schätzt. Deswegen. Ja, so ein bisschen, was dort eine verwurzeltere Tradition hat, aber gut. Ich finde es so toll, wenn Figuren noch leben und noch wachsen können. Ja. Ich finde es unheimlich spannend, dass ich in einer Figur wie, egal welcher, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, immer noch neue Nuancen finden kann, indem ich einfach mit einer anderen Energie in eine Szene reingehe. Ich spreche jetzt anders. Setze den Satz an. Also, oder nehmen wir vor, wenn das so wie hier ist, eine Figur ist, wo man nicht weiß, wann ist er intrigant oder nicht, dass ich damit spiele, dass ich sie im Unklaren lasse. Und dann lasse ich auch meine Partner im Unklaren, aber ich gebe ihnen genügend Signal, dass sie darauf reagieren können. Und das finde ich auch sehr spannend. Also, es ist keine Vorstellung gleich. Wir sind zwar in dem, wie wir spielen müssen, in welchem Licht wir stehen müssen. Zeit, was stattfinden muss, weil wir Musik drunter haben, wie beim Film, die wir aber steuern müssen und nicht wie beim Film, wo das später drunter gesetzt wird. Das bleibt alles gleich. Dann kann ich auch nichts ändern, aber ich kann meine Farben ändern. Und
das macht echt Spaß. Das macht Spaß. Ja. Und das macht es dann auch dem Sprechtheater wieder vergleichbar, dass man... Also ich würde sagen, dass ich... Das auf jeden Fall. Das ist keine Vorstellung. Ja, die vom Sprechtheater kommen und leicht arrogant immer über diese Sachen inszeniert haben, kamen dann und haben sich das angeschaut oder haben plötzlich mitgespielt. Angeschaut haben wir nicht, sondern haben es mitgespielt. Ja, ja. Haben mitgespielt und haben dann festgestellt, das ist ganz schön aufwendig und ganz schön intensiv und kompliziert auch. Also ich finde, wenn man es gut macht, kann ein Musical wirklich eine ganz hohe Kunst sein. Dafür ist Elisabeth ja eigentlich ein sehr gutes Beispiel gewesen. Ja, ich spreche aber jetzt auch von den Darstellern. Ja, klar. Wenn man da jetzt das... Es kommt natürlich auch auf den Stoff an. Also der Stoff muss auch einfach diese Tiefe hergeben. Also ich versuche auch immer, wenn ich dann gerade so... Ich hab Wild Party gespielt. Ja. Ein Stück, was mir besonders am Herzen lag. Ein Off-Broadway-Musical im Prinzip. Nach einer Kurzgeschichte aus den Ende 20er Jahren. Ein Clown, ein Säufer, ein Drogennehmer, ein Vergewaltiger, wenn man so will, einen brutalen Zeitgenossen und seine sexy, verführerische Frau Queenie, Freundin Queenie. Und die machen eine Party und man verlässt die Bühne nicht. Man ist von Anfang an bis am Ende auf die Bühne. Und das war irre, das war ganz, ganz, ganz irre. Und da so eine gebrochene Figur darzustellen, mit der man ja während des Abends ja noch leidet und mitkriegt, wie der Verfall da passiert und auch das seelische Chaos plötzlich offen darlegt. Das fand ich sehr spannend. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt Stücke, die... und dann suche ich mir aber auch Stücke aus, die einfach nur fun sind. Mhm. Also ich finde Frankenfurter Rocky Horror Show auch sehr lustig. Super. Dann haben wir, glaube ich, auch alles zusammen, was wir brauchen. Na super. Thank you for listening to our show. Please remember to rate this podcast on iTunes and spread the word. Oh, and we're on Facebook too. Drop us a line. We'll be back next week.